Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ihr seht es, heute nicht zu Hause. Dementsprechend wollte ich eigentlich das Video auf morgen verschieben, aber ich dachte mir, hey, das, was ich hier wieder entdeckt habe im Internet, das ist zu krass, das muss ich mit euch teilen. Und zwar Grüße gehen raus an Kim, der hat mir dieses Video hier zukommen lassen. Stellar to burn 20 billion XLM from new law, also 20 Milliarden XLM sollen verbrannt werden aufgrund eines neuen Gesetzes. Was es damit auf sich hat und wie wir das auch XRP bzw. Ripple und auch vor allem den gesamten Kryptomarkt trifft, das werden wir jetzt mal gemeinsam besprechen und eruieren. Für den Sound entschuldige ich mich, ich habe mich eben mal kurz im Elektromarkt aufgemacht, um nur für dieses Video notlösungsmäßig ein Mikrofon zu finden. Ich hoffe aber, es funktioniert trotzdem, Freunde, und würde sagen, los geht's nach dem Intro. Ja, ihr seht es, total spontan, nicht mehr Cap auf heute. Ja, ich musste es aber einfach mit euch teilen. Total interessant das Ganze. Und zwar wurde ein Gesetzesentwurf in den USA eingereicht, genauer zu sein, im Repräsentantenhaus eingereicht und er ist immer noch nur eingereicht. Das ist einmal ganz wichtig. Also alles, was wir heute besprechen, ist noch kein Gesetz, noch keine Pflicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, in welche Richtung es gehen soll und vielleicht auch gehen wird. Und ich gehe mit euch gemeinsam durch, was es mit diesem Entwurf auf sich hat. Dieser Entwurf oder dieser Gesetzentwurf schafft einen Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte. Die CFTC muss einen digitalen Vermögenswert als Ware regulieren, wenn die Blockchain oder das digitale Hauptbuch oder der Ledger, auf dem man läuft, funktionsfähig und dezentralisiert ist. Wenn es nicht so ist, dann kümmert sich eben, wie wir gleich unten lesen werden, die SEC darum. Der Gesetzentwurf stuft eine Blockchain als dezentralisiert ein, wenn unter anderem keine Person die alleinige Befugnis hat, die Blockchain oder ihre Nutzung zu kontrollieren und kein Emittent oder verbundene Person Kontrolle über 20% oder mehr des digitalen Vermögenswerts oder der Stimmrechte des digitalen Vermögenswerts hat. Darüber hinaus verleiht der Gesetzentwurf der CFTC die alleinige Regulierungsbefugnis für Kassa- oder Spotmärkte für digitale Waren. Die SEC muss einen digitalen Vermögenswert als Wertpapier regulieren, wenn die zugehörige Blockchain zwar funktionsfähig, aber nicht dezentralisiert ist. Der Gesetzentwurf sieht jedoch bestimmte Ausnahmen vor und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hören wir also raus, es geht vor allem um das Thema Dezentralisierung. Und die allermeisten Chains behaupten ja von sich, sie seien dezentral. Und jetzt muss man natürlich so ein bisschen eruieren, was heißt das eigentlich? Ihnen geht es vor allem darum, wer hat die meisten nativen Token von der Chain? Und der hat dementsprechend natürlich auch gewissermaßen größeres Stimmrecht oder eben mehr Kontrolle. Und da fallen dann natürlich direkt so Ripple ein mit ihren 50 Milliarden XRP, aber eben auch Stellar. Und wie kommen wir auf Stellar und die 20 Milliarden, die da verbrannt werden sollen? Ganz einfach, wenn man sich hier mal den Bericht anschaut, wir scrollen mal ein bisschen runter zur Gesamtzusammenfassung, da sehen wir etwas, was total marktüblich ist. Und zwar gibt es ja verschiedene Mechanismen, wie neue Coins und Token auf den Markt kommen. Bei Bitcoin ist es beispielsweise das Thema Mining. Das heißt, es werden jeden Tag neue Bitcoin gefunden, dafür, dass ja, gewisse Transaktionen validiert werden. Und am Ende schürfen wir dadurch immer mehr Bitcoins und wir wissen ja selbst, irgendwann 2150 oder so wird dann der letzte Bitcoin geschürft. Es gibt aber auch andere Mechanismen, wie beispielsweise der Proof of Stake oder Delegated Proof of Stake und noch viele, viele, viele weitere Konsensmechanismen. Und da ist es in der Regel so, dass Stück für Stück durch gewisse Dinge, meinetwegen durch Transaktionen oder durch das Fungieren als Node oder was auch immer, gibt es dann manchmal die Belohnungen. Die Belohnungen sind halt frische neue Token, die in den Kreislauf kommen. Und so haben wir beispielsweise bei Stellar, wenn wir bei CoinMarketCap schauen und auf Stellar gehen, übrigens ganz kurz vielleicht zu den Zahlen, der Markt hat sich einigermaßen erholen können die letzten Tage. Bitcoin noch nicht so wirklich, aber zumindest haben wir die 60.000 Dollar Marke ordentlich gehalten. Ich hoffe auf jeden Fall darauf, dass die Preise schnell wieder in die richtige Richtung klettern. Aber wie gesagt, in solchen Zeiten wie jetzt haben wir dann eben die Möglichkeit, uns mit einigen Sachen zu beschäftigen, wofür sonst vielleicht nicht so viel Zeit bleibt. Und so kam ich dann unter anderem auch mal dazu, solche ja, interessanten Videos anzusehen. Und von daher denke ich, hat alles auch seinen Vorteil. Also hier sehen wir, Percentage 58,23% der bestehenden XLM sind bereits am Markt. Ja. 50 Milliarden gibt es insgesamt, 29,1 sind draußen. Und das bestätigt auch nochmal dieser Bericht hier, der sagt sogar 29 oder knapp 30 Milliarden sind im Umlauf. Aber die anderen sind eben noch nicht da. Das heißt, deutlich mehr als 20% sind noch nicht im Umlauf, beziehungsweise in den Händen der Stellar Foundation. Und das ist halt ein großes Problem. Und dementsprechend macht sich die Foundation, wenn es denn so käme, dass dieser Entwurf zum Gesetz wird, strafbar.
Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, gibt es das eben nicht nur bei Stellar, sondern schaut euch das hier mal an. Fast alle Projekte haben nicht so wirklich alle Coins auf dem Markt und nur sehr wenige haben solche Konsensmechanismen wie Bitcoin, die denn doch schon wirklich relativ dezentral gehalten sind, sondern viele von denen haben eben irgendeine Foundation, irgendeine Firma, irgendein Verteiler. Ja? Und das gibt natürlich dem Besitzer dieser ganzen Vielzahl von Token unglaublich viel Marktmacht. Dementsprechend ist ja auch Ripple so häufig in der Kritik, weil sie ja über 50% der Coins halten. Und da möchte ich mit euch mal drüber sprechen, warum diese ganze Gesetzesgeschichte Ripple nicht berühren wird. Ja? Ripple hat, wenn wir uns mal den letzten Geschäftsbericht anschauen, der Q1-Bericht aus 2024, hält Ripple aktuell 5 Milliarden XRP. Insgesamt haben sie aber knapp 41 Milliarden oder, wenn wir es aktualisiert sehen, hier mal ungefähr 40 Milliarden. So, jetzt habt ihr natürlich recht, dass Ripple deutlich mehr als 20% besitzt, aber die Tatsache, dass die in einem Escrow versperrt sind, das sorgt eben dafür, dass sie keinen direkten Zugriff darauf haben und nicht den Markt dumpen können, nicht mehr Stimmrecht haben als andere. Und dazu geht eben nicht nur die Anzahl der Token, die gesperrt sind, sondern auch die Art und Weise, wie deren Validatoren arbeiten. Denn hier hat jeder Validator ein gleiches Stimmrecht, egal wie viele XRP da dran kleben. Bei anderen Mechanismen ist es so, wer ganz viele Coins hat, hat ein bisschen mehr Gewicht als jemand, der ganz wenig Coins hat mit seiner Stimme. Und diese beiden Dinge spielen Ripple positiv in die Karten. Zum einen der Escrow, der eben alles versperrt, und zum anderen die Tatsache, dass jeder Validator eine gleich schwere Stimme hat. Und dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Stellar, anstatt die zu burnen, sie eher versperren wird und viele es mit solchen Escrows machen werden, weil das ja die einfachste Möglichkeit ist. Man muss da nicht wirklich auf die Coins verzichten, sondern hat sie eben nur nicht mehr liquide, wenn man so will. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall kommen. Was aber in jedem Fall passieren wird, sollte ein solcher Mechanismus greifen und wenn dieses Gesetz sich wirklich durchsetzt, wird es wahrscheinlich keine Frage des Obs, sondern nur eine Frage des Wanns sein, wann denn die ersten Unternehmen reagieren müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben aufgrund dieser doch plötzlich sehr starken Verknappung, ja, denn plötzlich kann die Foundation nicht mehr so einfach ihre XLM auf den Markt schmeißen, gibt eine krasse Verknappung. Man muss doppelt und dreifach überlegen, wie man die bestehenden XLM einsetzt und das wird natürlich sicherlich den Preis beflügeln und ich glaube, das könnte uns allen zugutekommen, Freunde. Also zusammenfassend, wir haben einen Gesetzentwurf im Repräsentantenhaus, der vorschlägt, dass die CFTC alle dezentralen Projekte, wo niemand mehr als 20% hält, in Zukunft managt und alles andere wird eben über die SEC laufen, wie wir es jetzt gewohnt sind. Ja, das heißt, alle Unternehmen, die gerne über die CFTC abgewickelt werden wollen, und das wollen in der Regel alle, die wollen nämlich alle gerne als Ware reguliert werden und nicht irgendwie mit diesem ganzen Wertpapierthema in Konflikt kommen, die dürfen nicht mehr als 20% haben. 20% haben aber, wenn wir hier sehen, sehr viele Projekte und dementsprechend müssen die allermeisten von denen, die jetzt nicht auf Proof of Work basieren oder so ähnlich, die müssen halt aktiv werden und entweder ihre Coins burnen oder sie meinetwegen an alle möglichen Leute verteilen in Form eines riesigen Airdrops oder sie müssten sie eben an einem Escrow versperren. Ich halte die letzte Möglichkeit für deutlich realistischer als die anderen beiden, aber ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Glaubt ihr, dass ein solches Gesetz durchgewunken wird und glaubt ihr, dass es zu dieser Verknappung kommt, auf die ich spekuliere oder ist das alles Unsinn? So, last but not least, ich habe euch im letzten Video kurz dieses Handy hier vorgestellt, diesen Presale, ja, und viele von euch haben das geordert und mich gleich gefragt, Alex, wo sehe ich denn jetzt meine Oyster Coins, denn ihr bekommt 300 Oyster Coins für den Kauf und nochmal 300 dadurch, dass ihr meinen Link benutzt. Den findet ihr übrigens auch dieses Mal wieder in der Videobeschreibung hier unten. Ihr klickt auf Rewards und wenn ihr auf Rewards gedrückt habt, dann geht ihr auf Profile und auf Profile findet ihr in der Regel die gesamte Auflistung eurer Oyster, die ihr habt. Und unter Overview seht ihr immer die neuesten Neuigkeiten. Bei Rewards gibt es aktuell nichts, aber es gibt gab zum Beispiel in der ersten Ausgabe oder der erste Batch, der verteilt wurde, konnte man sich diesen Founder Pass sichern und ich glaube, jetzt könnt ihr euch diesen FWB Pass sichern. Ja, den bekommt jetzt jeder von euch und der wiederum bringt dann neue Benefits, wenn es dann irgendwann mal neue Token-Sales gibt oder so, kriegt ihr einfach welche von den Token ab oder ihr kriegt ein NFT oder auch diese NFTs als solche werden eine Eintrittskarte sein in der Zukunft für das ganze Ton-Thema. Also ich glaube, das wird noch riesig und von daher wisst ihr jetzt auf jeden Fall, wie ihr da hinkommt. Ihr geht einfach auf die Seite, wo ihr es bestellt habt, geht dann da auf Rewards und dann auf Profile und dort findet ihr dann alle eure Oys. Ja, Freunde, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, auch mit dem Mikrofon ging es einigermaßen. Hübsch leuchten tut es ja auf jeden Fall schon mal, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Werde nochmal eine Runde zum Sport hüpfen. Danach werde ich den Abend genießen, heute ein bisschen Fußball schauen. Ich hoffe darauf, dass die 21 Uhr Spiele heute spannender sind als die gestern. Ja, wünsche euch einen wundervollen Tag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bis bald. Ciao.